Donnerstag und des Sonntags. Liebe Oliverinnen und Oliver, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, heute ist ein richtig guter und bedeutender Tag für unser schönes Hohenlohe. Ein Tag, auf den viele Menschen, insbesondere im Innenstadtbereich, hier im angrenzenden Wohnquartier, so wie sie zuletzt im Bereich Nahmer sehnsüchtig gewartet haben. Denn mit der heutigen Freigabe dieser neuen Brücke über die Bahngleise sieht nicht nur ein wahres Jahrhundertprojekt der Oliver Stadtgeschichte seine Vollendung entgegen, auch die alles andere als einfache Verkehrssituation der zurückliegenden Wochen und Monate wird ab heute eine merkliche Entspannung erfahren. Und so freue ich mich selbstverständlicherweise auch sehr, dass Sie alle im Namen der Bezirksvertretung von Limburg, vor allem aber auch ganz persönlich, ganz herzlich zu dieser stimmungsvollen Eröffnungsfeier willkommen heißen zu können. Gleichzeitig darf ich Ihnen die besten Grüße unseres Oberbürgermeisters Peter Demnitz übermitteln, der krankheitsbedingt heute leider nicht teilnehmen kann, indem ich von dieser Stelle aus seinem weiteren Genesungsprozess alles erdenklich Gute wünsche. Meine Damen und Herren, ich gestehe ganz offen, dass dieser heutige Tag gerade auch für mich, einen alten Hasen der Limburger Kommunalpolitik, eine ganz besondere Bedeutung hat. Denn wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass ich in den letzten Monaten meiner Amtszeit als Bezirksbürgermeister noch die Eröffnung einer nagelneuen Brücke über unsere Bahnhofsgleise vornehmen würde, ich hätte es wohl kaum geglaubt. Alte Oliver werden sich sicher noch daran erinnern, dass bereits in den 50er Jahren von der damals noch selbstständigen Stadt Oliver ein Brückenbau favorisiert wurde, um den Bahnübergang an der Herrenstraße endlich aufheben zu können. Dass dies dann nach einem halben Jahrhundert tatsächlich Realität werden sollte, wollten viele Oliver bis zuletzt nicht glauben. Ja, selbst beim ersten Spatenstich Anfang August 2007 konnte man noch viele ungläubige Gesichter blicken. Und doch, hier und heute haben wir den untrüglichen und 108 Meter langen Beweis vor Augen, dass es mit den mehr oder minder langen Warteschlangen vor den rot-weißen Schranken ab sofort ein Ende hat. Wird doch gleich, nachdem wir die neue Brücke für den Verkehr freigegeben haben, der Bahnübergang Herrenstraße in der Tat für immer geschlossen. Allein die Fußgänger werden ihn noch so lange ebenerdig benutzen können, bis im kommenden Jahr auch die neue Unterführung fertiggestellt sein wird. Meine Damen und Herren, wenn wie geplant bis zum Ende dieses Jahres die letzten Kanalbauarbeiten in der Herrenstraße durchgeführt und anschließend von den Straßenbauern der Anschluss an die neue Brücke auch aus Richtung Wesselbach hergestellt worden ist, dann wird über den eigentlichen Brückenbau hinaus der gesamte Bereich völlig neu und überaus ansehnlich gestaltet sein. Will heißen, neben der unbestrittenen verkehrstechnischen Belastung durch die Aufhebung des Bahnübergangs wird das Wohn- und Lebensumfeld vieler Menschen hier vor Ort eine deutlich positive Veränderung erfahren. Für mich gilt es daher gerade auch vor diesem Hintergrund nicht den geringsten Zweifel, dass die insgesamt rund 21 Millionen Euro für die Brücke, den Straßenbau sowie die dringend notwendige Sanierung des Kanalnetzes eine gute und in jeder Hinsicht zukunftsorientierte Investition sind. Eine Investition, die Oliver insbesondere in diesen finanziell so überaus schwierigen Zeiten in vielfältiger Hinsicht richtig tut. Aber ich blicke am heutigen Tage sehr bewusst auch nur ein Stück weiter. Über die Bahngleise hinaus, Richtung Parkhaus und auf das eigentliche Bahnhofsgebäude. Nach meiner festen Überzeugung müssen wir alles daran setzen, dass auch dieser Bereich schnellstmöglich und grundlegend umgestaltet wird. Und so hoffe ich inständig, dass es genug verantwortungsvolle Menschen in unserer Stadt gibt, die in den kommenden Wochen die entscheidenden Weichen stellen werden, damit sich hier ganz im Sinne und nach dem Wunsch vieler Hohenlimburgerinnen und Hohenlimburger etwas bewegt. Wir haben hier eine einmalige Chance für die weitere infrastrukturelle Entwicklung unserer Innenstadt, die wir keinesfalls leichtfertig vertun dürfen.
und wenn schließlich politischer bereits entschlossen, dann auch noch das alte Gymnasium hinter mir, beziehungsweise vor mir, einer Zukunft bauen, weichen wird, jetzt, und dann ist hier wirklich ein überaus lebendiges, völlig neues Tivoli-Limburg entstanden. Meine Damen und Herren, wir alle wissen, dass die umfangreichen Bauphasen bis zur heutigen Brückenfreigrabe einen langen, bisweilen überaus beschwerlichen Weg dargestellt haben. Geschäftsleute, Gastronomen und auch Anwohner wurden zeitweise auf eine harte Probe gestellt. In vielen Gesprächen, Begegnungen und an Rundtischen haben wir uns darüber immer wieder intensiv ausgetauscht und gemeinsam Lösungen erarbeitet oder zumindest durch tragfähige Kompromisse gefunden. Ich kann mich hier und heute nur noch einmal ausdrücklich für das Verständnis bedanken, dass Sie alle für die Einschränkungen durch diese Großbaustelle in den zurückliegenden rund 2 Jahren aufgebracht haben. Und ich kann Sie nur aufrichtig ermuntern, auch für die restlichen Monate bis zum Jahresende weiterhin jenes Durchhaltevermögen zu zeigen, das Sie bislang so einzigartig ausgezahlt hat. Ich bin mir ganz sicher, mit der Fertigstellung der Baumaßnahmen wird dieser völlig neu gestaltete Bereich letztlich ein Gewinn für Sie und uns alle sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich nun zum Ende meiner kurzen Begrüßung an Sie komme, ist es guter Brauch, all jenen herzlich Dank zu sagen, die zur Realisierung dieses Hohenlimburger Jahrhundertprojekts beigetragen haben. Jenen, die schon vor Jahren und Jahrzehnten die Idee entwickelt und vorangetrieben haben, sowie jenen, die dann in der jüngeren Vergangenheit als Verhandlungspartner und natürlich auch als Bildgeber seitens Land, Bund und Bahn all dies ermöglicht haben. Mein Dank gilt unseren Straßen- und Brückenbauern, den Mitarbeitern der Stadt und Wässerung, Hagen sowie des Grünfleckenamtes sowie allen bauausführenden Firmen, denen es dank optimaler Abstimmung und Zusammenarbeit, insbesondere auch mit den Anliegern, gelungen ist, rund ein Vierteljahr früher fertig zu werden, als dies ursprünglich geplant war. Schließlich danke ich allen, die mit ihren Beiträgen und ihrer Unterstützung zum Gelingen dieses heutigen Eröffnungsfests beigetragen und damit für einen wahrlich stimmvollen Rahmen. Ihnen und euch allen vielen Dank. Und bevor wir nun gleich gemeinsam das Band durchschneiden und damit endgültig unsere neue Brücke für den Verkehr freigeben, darf ich jetzt zunächst unseren Landesbau- und Verkehrsminister Herrn Lutz Lingenkämper bitten, das Wort an Sie zu richten. Vielen Dank. Bürgermeister Hulverzorn, Herr erster Beigeordneter Dr. Schmidt, Frau Bürgermeisterin, meine lieben Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und dem Nordrhein-Westfälischen Landtag, aber vor allem meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, wie wichtig diese Brückenbaumaßnahme für Ihren Ort ist, dann ist es die zahlreiche Anwesenheit bei der Eröffnung heute Vormittag. Sie sprechen damit diesem Brückenbauwerk die Bedeutung aus, die es hat. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen heute zur offiziellen Eröffnung gekommen sind. Und ich gratuliere Ihnen zu diesem Bauwerk, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es sein kann, wenn man eine Bahn zwischen sich selber und dem Nachbarortsteil hat. Ich habe schon, würde meinen, etwa ein Semester meines Lebens vor Bahnübergängen gestanden, denn ich habe in Bonn studiert, den groben Fehler gemacht, in Bad Godesberg zu wohnen. Und zwischen Bonn und Bad Godesberg gibt es nun mal eine ähnlich stark befahrene Bahnlinie wie hier. Also ich weiß ganz genau, was es bedeutet, ständig vor sich schließenden Schranken zu stehen. Und deswegen kann ich ausgesprochen gut nachvollziehen, dass aus der Bürgerschaft und dem Rat der dringende Wunsch kam, diese Schranken zu
schließen und durch ein Brückenbauwerk zu verbinden. Brücken verbinden im sprichwörtlichen Sinne und im technischen Sinne. Und ich bin wirklich froh, dass mit diesem Bauwerk das Ziel aus Rat und Verwaltung erreicht werden konnte. Ich möchte nur einige wenige Bemerkungen machen zur Finanzierung, zu den Gesamtkosten von rund 18 Millionen Euro haben jeweils zu einem Drittel der Bund, die DB AG und die Stadt Hagen als Straßenbaulastträger beigetragen. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat sich an dem Drittel der Stadt Hagen ungefähr mit rund 5 Millionen Euro beteiligt. Insofern eine echte Gemeinschaftsleistung aller Ebenen, Bund, Land, Stadt und Bahn waren zusammen. Nur so kann sowas gehen. Ich gratuliere Ihnen nochmal zu diesem Bauwerk. Und ich danke allen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, aber will auch heute diejenigen nicht vergessen, die Anschub geleistet haben für diese Maßnahme. Wie jeder weiß, muss jede große Institution, das gilt sowohl für die Bundesregierung wie für die DB AG, manchmal motiviert werden zu bahnbrechenden Maßnahmen. Das gilt übrigens auch für das Land Nordrhein-Westfalen. Und da sind viele hier gewesen, die das aus der Bürgerschaft heraus betrieben haben. Und deswegen will ich neben den Entscheidungsträgern in Rat und Verwaltung auch die Bürgerschaft und die vielfältigen Antriebe aus der Bürgerschaft nicht vergessen. Ich denke, es hat maßgeblich dazu beigetragen, dass viele von Ihnen immer wieder Gespräche auch bei der DB AG und gerade bei der DB AG geführt haben, um Überzeugungsarbeit für diese Maßnahme zu leisten. Ich denke, das hat die Bemühungen aller anderen Beteiligten, Amtsträger und Gewählter nachdrücklich unterstützt. Und auch das ist gelebte Gemeinsamkeit mit einem gemeinsamen Ziel. Deswegen danke ich gerade auch der Bürgerschaft für dieses Engagement. Danke allen Beteiligten, die an der Bauausführung beteiligt waren, für die unfallfreie Abwicklung der Baumaßnahme. Danke allen denjenigen von Ihnen, die heute gekommen sind und wünsche uns gemeinsam heute an diesem wunderschönen Tag mit Kaiserwetter hervorragende Festlichkeiten und Feierlichkeiten. Schöne Dinge wollen auch gut gefeiert werden. Und danach wünsche ich Ihnen, dass Brücken im wahrsten Sinne des Wortes dauerhaft verbinden. Herzlichen Dank. Das ist
Oh, wir stellen. Dann ruhig ein bisschen nach vorne mit einer. So. Genau. Profilen Sie Ihre oder wer? Sicher kommt sie nach vorne. Ja, genau. Du bist ja auch die Größe. Okay. Ja,